Hi und herzlich willkommen zurück zu Folge 11 von Ixion. Nein, Entschuldigung, zu Folge 12. Folge 11 haben wir gerade hinter uns gelassen. Unsere Leute sind unglücklich, weil wir zu lange hier bleiben. Ich habe leider dazu noch nicht so eine richtige Übersicht gefunden. Und ich weiß noch nicht genau, wo das herkommt. Also wo ich genau sehen kann, warum die uns... Ah, hier, Tod. Durch Tod der Erde, durch zu langen Aufenthalt im System. Durch Lagerung von mehr als 250 Kryokapseln. Ach, na super. Also, wir holen auf jeden Fall keine Kryokapseln ab mehr. So, ganz wichtig. Wir holen nur noch die anderen Sachen ab. Und dann lagern wir hier zu viele. Aber ich kann auch keine mehr auftauen, weil ich sonst hier ein Problem mit den Leuten kriege. Hier drüben habe ich allerdings noch ein bisschen Potenzial. Das heißt, was ich hier mache, ist auf jeden Fall hier drüben weitere Quartiere bauen. Damit wir Leute hier drüben hinlegen, hinpacken können, damit wir unter diese Kryokapsel-Limit kommen. Oh ja, gut zu wissen, dass das hier ein Problem ist. Okay. Okay, alles klar. Hier unten wird jetzt demnächst unser Lunaklysmus-Denkmal gebaut. Aber schön, dass ich das jetzt hier gefunden habe. Wo hatte ich denn das gerade? Hier auf Unzufriedenheit, ja? Okay. Durch Rumpfintegrität über 25%, durch Hauptunterkunft Quartier. Okay. Das ist ja alles schon mal, das hört sich ganz gut an. Wer bringt jetzt hier unser Eis rein? Müssten die nicht noch... Also ich will eigentlich gerne noch diese Lithium-Sachen hier haben. Und ein bisschen davon könnte ich eigentlich auch noch vertragen. Aber gut, erstmal zieht der hier jetzt richtig schön hoch. Der bringt jetzt hier Stabilität rein, die jetzt hier wieder auf neutral ist. Das bringt uns schon mal hier wieder ins Plus. Hoppala. Drehen wollte ich es nicht, falsche Taste. So, und hier drüben sind wir noch auf unzufrieden, weil das hier noch nicht gebaut ist. Hier fehlt uns jetzt aber auch das Problem der einen Halde. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen rüberbringen. Aber jetzt gehen uns schon wieder die Legierungen aus hier. Ha. Bräuchte eigentlich ein zweites von diesen Stahlwerken. Bräuchte ich eigentlich weiterhin. Das hier reinzubauen. Also ich könnte das ja wieder hier hinsetzen. Habe ich dann irgendwas gewonnen? Da oben ist ein bisschen mehr Platz, ne? Oder so rum. Das ist eigentlich egal. Vielleicht sollte ich dann hier einfach ein zweites Stahlwerk bauen. So. Hier habe ich dann nämlich noch ein bisschen Platz für Halden, was ja auch okay wäre. Okay, besser als nichts, oder? Aber ich habe auch nicht genügend Platz für Halden, oder? Passt nur eine rein, dafür passt dann vielleicht noch ein Haus daneben. Okay. Naja, besser als nicht. Besser als nicht. Oh Gott, was rede ich für einen Schwan. Okay, also das passt, das wird gebaut. Hier, oh, sollten wir jetzt auf Pause setzen. Weil sonst kriegen wir hier gleich ein richtiges Legierungsproblem. Das gefällt mir auch schon nicht. So, dafür bringen wir jetzt Silizium rein. Und wenn alles da ist, würde ich dann halt springen in nächster Zeit. Jetzt gehen uns hier nämlich die Legierungen aus und das ist Mist. Da bringt er jetzt ein paar Legierungen rein. Aber der braucht halt hier auch 2,6 pro Zyklus. Sind schon über 5, also 5,2 pro Zyklus. Und der stellt ja hier nur 15, nur in Anführungsstrichen 15 her. Das heißt, das wird halt auch schon knapp. Okay, ich breche den hier mal noch einmal ab, damit die zurückkommen, damit wir hier nicht in Probleme kommen. Okay, hier drüben für die Leute ist klar. Kriege ich jetzt hier nicht weniger, ne? Nee. Keine Chance. Ah. Fällt mir alles noch nicht so. Ist alles nicht 100% hier. Aber also, insgesamt muss ich schon sagen, wir nutzen den Platz schon ganz okay aus. Hier unten habe ich überlegt, ob ich den noch irgendwie ein bisschen verbessern könnte. Aber das wird schwierig. Ich krieg das hier nicht durch. Ich krieg's nicht besser hin. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Platz gewonnen. Dadurch, dass wir ja... Wir haben, also im Endeffekt haben wir auch nicht wirklich Platz gewonnen, sondern wir haben eigentlich nur das Sonnenteil hier nach drüben verlegt. Dann braucht der 30 Leute. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Techniklabor nach drüben verlegen würde, das könnte auch schon ein bisschen was reißen.
wir hier demnächst genügend Sachen haben. Aber wir müssen ja auch die Kryokapseln loswerden. Weil wir hier nämlich ja einen Malus kriegen. Das wusste ich gar nicht. Hat mir das irgendeiner gesagt? Ich glaube nicht, ne? Dass wir da irgendwie Minusteile kriegen. Tja, wie viel bringt das hier, wenn ich es abbaue? Keine Ahnung. Aber das passt das nicht. Ich packe das Stahlwerk nochmal kurz hier rein. Und zwar so erstmal. Pause. Dann Forschungsteil abzubauen. Ich mach das mal. Ja, so rum passt es. Okay. Super, jetzt habe ich hier irgendwo... Was wollen die? Garantiere die Erweckung von 50 Kryokapseln in 24 Zyklen. Hm. Wir machen das. Wir müssen das ja eh hinkriegen. Wenn ich hier die Legierung fertig kriege, könnte das funktionieren. Also wenn ich hier Legierung rüberkriege, die Häuser fertig kriege, so, ich setze das mal kurz auf einen weg. Weil ich werde alle brauchen, ne? Ich werde schon alle da drüben brauchen, ja. Okay, aber dadurch, dass ich jetzt hier das Forschungslabor abbaue, sollten wir hier gleich genügend Legierung haben. Okay. Dann kann unsere Schiffe danach noch das abholen, das ist okay. Nicht mehr als 250 Kryokapseln. Das heißt, ich könnte hier das schon mal umpolen und sagen, hier habe ich ihn jetzt gerade verschoben, Legierung. Legierung ist natürlich Quatsch zu verschieben. Wartet mal, sorry. Kryokapseln. Ich stelle die Kryokapseln schon mal auf 0 und die hier auf 200. Damit wir die hier langsam leeren. Das hat nämlich keinen Sinn, die darüber zu bringen. Ich könnte natürlich auch statt Forschung das andere noch darüber verlegen, aber machen wir mal eins nach dem anderen. Erstmal haben wir hier noch ein bisschen Platz haben wir noch. So, das jetzt hier oben raus. Und dann könnte ich hier nämlich auch noch... Ja, kann ich auch noch ein paar Leute hinsetzen. Okay, also das passt für mich. Hier den pausiere ich mal, damit zumindest die anderen beiden fertig gebaut werden können. Das wird auch gleich fertig. Dann kann ich die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Okay, Silizium... Haben wir jetzt auch eigentlich zu viel. Dann schalte ich das auch mal aus. So. Okay, dann haben wir hier das wird. Okay, das, ich glaube, so passt es. Dann setze ich hier den nochmal hoch. Wartet mal, was ist mit Eis? Eis könnte ich noch holen. Wartet mal, dann machen wir das noch so, dass der hier... Der eine holt noch einmal Eis ab. Okay. So passt es erstmal, dass die noch ein bisschen Zeug reinholen, solange wir hier noch rumhängen. Aber wir müssen dann... Wir müssen weiter. Wir müssen weiterziehen. Hier haben wir jetzt eine Kammer mehr fertig. Das heißt, ich könnte hier rüber... Schicke ich jetzt schon mal 30 Leute. Die andere wird hoffentlich auch gleich fertig. Transfer beginnen. Das heißt, ich kann hier wieder Leute auftauen. Und dann erfüllen wir hoffentlich das Thema mit den 50 Kryokapseln und können hier drüben dann noch Leute reinsetzen und hier dann auch unser Forschungslabor wieder aufbauen. Das hier unten, perfekt, das hier unten geht jetzt. Ist auch sehr gut, weil es hier oben gerade Müll entsorgen muss. Passt also auch gut. Population Transfer complete. Okay, ja richtig, die hat die Leute da drüben hingebracht, das ist auch in Ordnung. Das pausiere ich auch mal kurz hier. Brauche ich nämlich gerade auch nicht so dringend. Okay, die Außenhülle, das ist zumindest gut hier. Das läuft hier alles, wird alles sehr schön repariert. Da bin ich jetzt im Plus. Und theoretisch könnte ich doch dann die eine ausschalten, oder? Reicht das dann nicht? Wieso bin ich denn da nur bei 50%? Achso, weil wir die so gut repariert haben. Ah, na gut. Aber ich könnte es zumindest temporär runtersetzen. Hier drüben brauche ich jetzt schon fast eine zweite Klinik. Ach Gott, Leute, ey, das... Oh. Ja, wir müssen weiterziehen. Wir müssen weiterziehen. So, das kann ich hier schon mal auf das stellen, glaube ich, oder? Das wäre doch okay. Dann
kann ich hier Elektronik? Kann ich hier sagen, gib mir mal 5? Oh Gott. Elektronik haben wir wirklich unglaublich wenig. Das heißt, wir müssen dieses Teil auch demnächst zum Laufen kriegen. Auch das noch. Okay, aber das läuft schon mal. Das ist gut. Das wird weniger. Dafür werden es mehr Leute. Hier ist jetzt das zweite Häuschen fertig geworden. Das heißt, es müssten hier jetzt auch genügend Leute sein. Das ist auch okay. Ich kann hier also jetzt auch noch bei Bevölkerung das hinbauen. Dann müssten es ja hier jetzt schon deutlich mehr Leute. Das heißt, ich könnte hier dann später mein Forschungslabor einplanen. Ich weiß gar nicht, wo es hin. Hier. Techniklabor, okay. Ach, guck mal, das passt da sogar sehr gut rein. Gefällt mir. Nehmen wir es mal jetzt nochmal auf Pause, weil derzeit haben wir die Legierung einfach dafür nicht. Aber prinzipiell sollte das so passen. Hier ziehe ich das mal kurz durch. Und nehme dafür das weg, einfach nur damit es ein bisschen ordentlicher aus. Das passt für mich alles. Der ist ausgeschaltet, das ist okay. Die produzieren weiter. Bedingungen sind optimal. Okay, locker, weil wir auch das Forschungslabor weggenommen haben, also auch in Ordnung. Und hier drüben sind es jetzt 180. Und wir können noch 30 rüberbringen, ne? Von Sektor 1 in Sektor 2. Transfer beginnen. Gut, dann sollten wir das mit dem Auftauen sollten wir noch hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen. Verdammt, ich glaube, wir kriegen das zeitlich nicht hin hier. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich krieg das vom Auftauen, von der Auftaurate nicht hin, glaube ich. Aber gut, wir müssen ja eh unter 250 Kryokapseln gelagerte kommen. Das war ja noch unser anderes Ziel. Das sollten wir also auch auf jeden Fall hinkriegen. So, Silizium haben wir jetzt eingelagert. Population transfer complete. Genau, hier sind jetzt 10 Leute. Wieso sind es denn 10 Leute eigentlich? Moment mal. Sind manche Leute gestorben oder so, ha? Huh? Okay, mal eins nach dem anderen. Das ist doch zu wenig, wenn das nächste fertig wird. Okay. Gut, ist halt so. Soll mich. Kann ich mich jetzt nicht auch noch drum kümmern? Ihr seht, es artet aus. Es wird leicht stressig. Oh Mann. Gut, die bringen wir dann rüber. Das ist okay, das haben wir auch. Okay, der Rest gefällt mir hier ganz gut. Ich glaube, die beiden lasse ich mal, also ich lasse hier zumindest die drinne, dass sie zumindest produzieren könnten. Was ist mit dem hier eigentlich? Man weiß es nicht genau. Die zwei, mir fehlen die zwei dann komplett, ne? Aber es soll egal sein, ich stelle die mal kurz hier bei Elektronik auf 0. Dann werden die zwei rübergebracht, dann wird das hier fertig gebaut und dann sind wir zumindest bei der Stabilität nicht mehr im Minus. Das ist ja auch schon mal was. Rumpfintegrität sind wir bei 800, das ist für mich okay. Hier haben wir 100 von den Legierungen. Er sammelt jetzt hier noch Eisen ein, ne? Und dann werden wir einfach weiterspringen müssen. Achso, ich habe hier auf pausiert gestellt, das ist der Hintergrund. Okay. Jetzt sind wir hier bei 95 und 205. Das heißt, wir brauchen doch noch 5 Leute eigentlich. Verrückt. Aber noch 5 Leute. Zack. So, 5 Leute rüberbringen. Diese arbeiten hier, da haben wir auch noch Platz. Okay. Dann kann ich hier den Bau schon mal fortsetzen. Und den Bau setze ich auch mal fort. Und hier oben, damit wir vorbereitet sind auf das Thema Sprung, noch eine weitere Nahrungsversorgung. Genau, da brauchen wir jetzt ziemlich viele Legierungen auf. Population transfer complete. Genau, unsere beiden Leute sammeln noch die Sachen ein. Hier müsste das jetzt passen. Alle haben Wohnungen, sind genau 210 Leute. Passt. Hier weiß ich jetzt nicht, warum man die gerade nicht rüberbringt, aber vielleicht schaffen wir es sogar noch, die Leute rechtzeitig aufzutauen. Kriege ich da ein Problem vom Strom her? 2,3, 2,1. Beides noch über 2, das ist gut. Hier haben wir jetzt die Stabilität auch plus 1. Gefällt mir auch gut.
okay, vielleicht muss ich mir hier auch nochmal irgendwo Platz lassen, um so ein zweites Denkmal zu bauen. Hier zum Beispiel. Einfach aus dem Grund, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir das noch brauchen. Dass wir da Probleme kriegen. Könnte ich hier eine Sperre aufheben? Kann ich gar nicht, weil mir dazu diese Elektronikteile fehlen. Uns fehlt es an allen Stellen, an allen möglichen. Aber hier kriegen wir zumindest jetzt das Techniklabor. Das kriegen wir fertig, genau. Legierung haben wir. Hier haben wir jetzt, hier oben steht es ja auch nochmal, 106 Legierungen. Wir haben ein bisschen Eisen. Wo sind denn unsere... Kann ich den zurückrufen? Nee. Irgendwie nicht. Aber der ist jetzt auch schon Stufe 2, unser Bergbauschiff. Cool. Kommt denn unser Bergbauschiff zurück? Weiß ich nicht. Aber hier haben wir zwei. Der eine bringt Eisen und der andere bringt noch ein bisschen Wasser, also Eis. Und die lasse ich jetzt noch kurz zurückfliegen. Und dann würde ich sagen, müsste hier ja auch das bald fertig gebaut sein. Das oben auch. Nahrung müsste dann wieder ein Plus sein. Und dann machen wir uns auf den Weg. Und springen hier weg. Was soll's? Was soll's? Es wird ja nicht besser. Mit diesem Minus. Ich dachte, dass man sich hier so ein bisschen in Ruhe verpflegen könnte. Ich verstehe auch nicht, warum das die Moral senken soll. Ja? Weil mal ganz ehrlich, warum soll es die Moral senken? Ja? Uns geht es ja hier ganz gut. Wir bevorraten uns jetzt, damit wir dann die Überlebenschancen erhöhen im nächsten System. Das ist halt, das nervt mich ein bisschen. Ja, so, das muss ja nicht sein. Okay, kann ich die hier rüber zurückholen? Abwählen. Nee, demontieren. Okay, nö, dann kann ich jetzt eigentlich springen, oder? Wollte ich noch irgendwas? Ach, komm, Leute, wir springen jetzt. Was soll's? Antrieb aktivieren. Der Ladekammer kann nicht unterbrochen werden. Wäre 0,15 über die gesamte Menge an Energie aus dem Hauptnetz. Okay, das ist in Ordnung. In accordance with Ralph Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon. Genau, Schiffe kehren zurück. Hoffentlich müssen wir nicht auf die warten und brauchen für die Zeit noch die Batterieladung. Das wäre blöd. Okay, nee. Funktioniert. Leute, dann springen wir. Oh nein. Da sind wir. Okay, es sieht erstmal vom Antrieb her genauso aus wie beim letzten Mal. Eigentlich haben wir jetzt einen neuen Antrieb, vielleicht sieht er ja anders aus, aber ich glaube, es sieht genauso aus. Okay, los geht's. Was uns wohl erwartet im neuen System? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich noch mehr Stress. Mann, wieso spiele ich eigentlich immer wieder so eine Aufbauspiele und nicht die... Also ich spiele die anderen ja auch, ihr wisst ja. Boom, da sind wir. Oh, das sieht ja auch... Schön ist hier nicht, oder? Aber gut. Schauen wir mal. Full jump complete. Hallo. Running preliminary diagnostics. Ja, erstmal schöne Diagnose laufen lassen. Severe hull damage has been detected following self-similar traversal. Hypothesis. Each vol jump causes irreversible damage to the Tycoon structure. Na toll, ja, ja. Alles fällt auseinander. Predictive modeling suggests that four more vol jumps are possible before the Tycoon breaks apart. Ach so, cool. New mission objective established. The Protagoras possesses coordinates of the habitable exoplanet Remus. We must find the Protagoras in order to reach our destination. Ja, verstehe ich. Okay, also wir sind jetzt erstmal da. Hier sind wir jetzt im Minus, weil wir einen 40er auf die Sprünge kriegen. Boah. Richtig böse. Den schalte ich mal wieder ein. Achso, das schließen wir mal. Dann soll der mal Sonden bauen, weil die werden wir ja gleich brauchen. Und wir gucken einfach mal rein.
Ach, na super. Aber guck mal, da zum Beispiel ist direkt was. Da schicken wir mal unser Forschungsschiff hin. Kann er jetzt erstmal Forschungssachen einsammeln? Ist gut. Okay. Hier, das werden wir später dann noch brauchen. Das passt soweit. Was wollen die denn hier? Die Tycoon hat das Sonnensystem verlassen. Die Besatzung ist überzeugt davon, dass sie nie wieder die Sterne ihrer Heimat sehen werden. Dieser notwendige Schritt wird bedauerlicherweise die tote Erde-Krankheit verstärken. Klar, na klar, jedes Mal einmal verstärken hier. Boah, Leute, was wollt ihr denn von mir? Wir sind noch glücklich, plus eins. Rücklassen der Heimat plus eins. Mann, ey, Weltraumwetter. Weltraumereignisse werden auf dem Planetensystem als großflächig markierte Bereiche dargestellt. Sie haben keine Auswirkungen auf die Tycoon und ihre Flotte. Was? Sie haben keine solange diese sich außerhalb der Wetterzone aufhalten. Achso, beachte, dass die Tycoon in einer gefährlichen Zone zwar eventuell Schaden ertragen kann, dies aber nicht unbedingt auch für deine Flotte gilt. Ja klar, jetzt müssen wir auch noch darauf Rücksicht nehmen. Okay, Forschungsschiff ist gleich da angekommen. Da gucken wir mal. Immerhin haben wir jetzt ein paar Forschungspunkte wieder. Das ist ja auch schon mal was. Wir haben nicht zu viele von den Kapseln. Das ist auch schon mal gut. Wieso werden die eigentlich nicht weiter darüber transferiert? Was ist hier los? Ach so, weil er die hier nicht checkt, ha? Huh? Okay. Dann machen wir das mal wieder so, damit er die rüber transferieren kann. Hier ist unser Forschungslabor. Das schalte ich mal an. Wir sind hier immer noch im Plus. Das ist gut. Was das Thema hier unten optimal anbelangt. Das gefällt mir. Hier sind wir bei der Rumpfintegrität jetzt im Minus. Das lasse ich aber erstmal so. Wir sammeln erstmal ein paar Sachen ein. Und haben wir jetzt eine Sonde gebaut. Sieht so aus. Wie viel brauche ich denn von den 110? Dann könnte ich eigentlich das Teil mal fortsetzen. Und dann gehe ich mal raus und wir schauen mal, wo sind die Sonden? Wo, was wir hier sondenmäßig machen können. Weil ich werde ja auf jeden Fall Eisen brauchen. Da haben wir Eisen und das noch andere Dinge. Da schicke ich jetzt mal eine Sonde hin. Einfach damit unser Bergbauschiff auch schon mal ein bisschen was tun kann. Mach das mal. So passt es. Oh, komm, ihr könnt hier. Die Sachen sind ja eh. Die verarbeiteten Sachen stelle ich mal auf hoch. So, Leute sowieso. Das stellen wir mal auf runter. So. Das auch auf hoch. Eins runter. Da gucken wir mal. Okay, das passt erstmal so. Das kann dann loslegen. Und dann schauen wir hier nochmal rein, was hier los ist. Sensoren haben einige ungewöhnliche Messwerte auf der Oberfläche von Falcon 74 aufgezeichnet. Die Entsendung eines Untersuchungsteams könnte uns mehr über die Geheimnisse des Universums verraten. Übertragung von der Tesla. Hier spricht die Besatzung der Tesla. Wir sind auf Falcon 74 gelandet. Die Schwerkraft beträgt etwa 4,57 Meter pro Sekunde Quadrat. Die Atmosphäre ist korrosiv. Ohne Schutzraum schätzen wir unsere Überlebenszeit auf 2 Stunden 27 Minuten. Am Ort der Anomalie fanden wir einen riesigen Geysir, der Gas ausstößt, das sich bei Kontakt mit der Atmosphäre des Planeten sofort zu kubischen Partikeln verfestigt. Okay, wir werden erstmal eine Analyse ausführen. Immer erstmal Diagnosen, Analysen laufen lassen. Was? Wo? Hier. Warum denn? Leute, macht mich doch nicht unglücklich. Was habe ich hier Neues? Nahrung. Ah, ich habe hier endlich eine Pilzwand bauen. Dann seht ihr mal, die passt wieder. Natürlich passt die nur an die Wand. Macht soweit ja auch Sinn. Nee, die ist natürlich suboptimal. A probe has completed its scan. Setz die mal hier an die Seite. So, bauen wir das erstmal. Und dann wäre die Frage, wenn die Müll verarbeitet, müssten wir doch irgendwie hier Müll rüberbringen können. Wir haben eine weitere Sonde. Die schicke ich jetzt auch schon mal los, ja, damit wir einfach so ein paar Themen hier haben und loslegen können. Hier war irgendwo, genau da, Forschung und irgendwas anderes. Da schicken wir auch schon mal eine hin. Das ist jetzt schon gebaut. Sehr gut.
Das werde ich jetzt auch mal anschalten. Assigned ship team has completed a task. Achso. Schalte ich an. Sind wir hier noch im Plus? 330. Oh, wir sind genau bei 330. Moment. Ups. Haben wir eine Person zu viel hier, oder? Oder hatte ich hier noch was nachgebaut? Irgendwie sind wir 331 Leute. 338 steht da sogar. Wieso sind denn hier überall unterschiedliche Werte? Und da drüben sind 211. Ich check's nicht. Aber noch meckert keiner, also drücke ich jetzt erstmal auf Pause. Lass hier keine weiteren auftauen. Hier sind wir erstmal im Plus. Okay, hier auch, weil wir hier diese Denkmäler haben. Okay, das kann eh nicht ewig hier weitergehen, weil uns dann auch Legierungen fehlen und vor allen Dingen fehlen uns dann hier die Elektronikteile. Sei es drum, das ist okay. A new request awaits your attention. Ja, ja, New Request und so, ja, ja. Kunde, aber eins nach dem anderen. Ich baue hier eine Straße hin. Und dann kann ich hier nämlich noch Bevölkerungsteile hinbauen. Und das vielleicht rausnehmen dafür. Dann habe ich zumindest eins mehr. Und wir haben irgendwo ein New Request. Hier, schauen wir mal. Die Erweckung von 100 Kryokapseln. Nee, das kriege ich nicht hin. Kümmern uns zu gegebener Zeit darum. Sorry, ich habe jetzt den Text nicht vorgelesen. Ne? Ich habe nur unten auf die Auswahlsachen geguckt. Nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir das ordentlicher. Das baue ich hier oben um. Dann kann ich hier nämlich ein paar mehr Leute unterbringen. Was ist mit dem hier? Kann nicht in den anderen Sektor transferieren. Jaha, weiß ich doch. Ist mir doch klar. Wie habe ich denn hier noch Platz überhaupt? ...210 Leute. Leicht im Plus. Wäre halt auch noch eine Idee, ob ich hier auch noch mal eins nachbaue. Wartet mal. Hier unter... ...Bevölkerung. Baue ich mal hier noch zwei nach. Auch wenn uns jetzt langsam schon wieder die Legierungen ausgehen. Das lag aber hier daran, dass wir die Elektronikfabrik gebaut haben. So, da oben müssen wir noch was reparieren. Und jetzt sind hier immer noch ein Plus. Guck mal. Knapp irgendwie noch nicht unzufrieden, die Leute hier. Obwohl wir hier leicht eigentlich beim Arbeitsplatz ein Problem haben sollten. Aber gut. Umso besser. Jetzt kann er hier ein paar Elektronik-Sachen zusammenbasteln. Das heißt, ich sollte bei Elektronik hier vielleicht mal umstellen auf Nummer 5. Und im anderen Sektor auch 5, dass es hier so ein bisschen verteilt ist. Dann kann er hier drüben nämlich die Pilzwand irgendwann fertig bauen. Die bringt er auch rüber. Das ist alles. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir müssten mal rausgucken. Genau hier, unser Bergbauschiff hat jetzt nämlich ein paar Dinge zu tun. Das gefällt mir schon mal. Und kann hier ein bisschen was abbauen. Okay. Hier haben wir jetzt irgendwas anderes entdeckt. Ach, unser Forschungsschiff hat ja was extrahiert. Die Explosion war offenbar stärker als erwartet. Doch unser Team war darauf vorbereitet. Es kam weder zu menschlichen noch zu materiellen Verlusten. Sehr gut. Die Analyseergebnisse gewähren uns einen Einblick in die Entstehung des Geysirs und seinen ungewöhnlichen Niederschlags. Da fehlt irgendwo. Manchmal hier kleine Übersetzungsfehler. Nicht so schlimm. 30 Wissenschaftspunkte. Jetzt verlasse ich erstmal den Planeten und wir sammeln die ein. Weil dann können wir bestimmt auch noch irgendwas hier zusätzlich in die Forschung packen. Ich gucke da mal kurz rein. Drücken wir mal Pause. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Insektenfarm-Sachen. Speisesaal. Guck mal, hier haben wir eine Getreidefarm. Anlegen von automatischen Ernten von bis zu 9 Getreidefeldern verbraucht eine große Menge Wasser. Okay, Wasser. Schaltet die Fähigkeit frei, innerhalb eines Sektors Dekrete anzuwenden, um Krisen vorzubeugen. Verfolgt Sektorspezialisierung. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wert 2 Stabilität, wenn die Stabilität in diesem Sektor unter 0 liegt. Also eine Art Krisenzentrum dann. Bereitet Besatzung auf Kolonienversuche vor. Alle 15 Kolonisten. Okay, das brauchen wir später dann, so für Siedlungssachen, okay. Wandelt Eiseinheiten in Wasser um, das brauchen wir auch. Ablauf. Was? Abfallaufbereitung.
Abfall in 50 Einheiten Legierung umwandeln. Okay. Und Feuerbewacher entsendet Brandlöschung. Wir hatten doch noch gar keinen Brand. Ich will dieses Datenabhörzentrum haben. Das gebe ich jetzt erstmal in Auftrag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier lösen wir dann das Ereignis und hoffentlich lösen wir es zur Zufriedenheit aller. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es ist nicht zu hektisch. Für mich ist, glaube ich, sehr hektisch. Es ist nicht unbedingt das Spiel, was ich erwartet habe. Aber es ist ziemlich cool. Aber es setzt einem doch ständig etwas Stress aus. Nicht so ganz perfekt für einen alten Mann wie mich. Aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht und wie lange wir noch überleben. Bis dann. Macht's gut.